So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock in einer neuen Aufnahmesession. Das heißt, ich habe gerade vor der Aufnahme schon mal den Ton ein wenig geändert, dass einem nicht mehr das Trommelfell rausfliegt und man mich auch überhaupt gar nicht mehr hört. Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Dafür habe ich noch Munition. Dann habe ich gesehen, und wahrscheinlich, heute kam Folge 4 raus. Ihr habt mich wahrscheinlich schon geköpft, weil ich das nicht gesehen habe. Aber ich bin ja so paranoid, ich höre Schritte und denke gleich, die sind für mich. Und, Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ja, Mary kann immer eine Aufmunterung gebrauchen. So. Ein bisschen verwirrt. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen hier. So. Und zwar habe ich gesehen, es ist immer noch so laut, finde ich. Oder ich habe die Kopfhörer zu laut angestellt. Das kann natürlich sein. Ich prüfe das gleich mal. Jetzt habe ich mir keinen Timer gestellt, aber ich versuche bei Zeiten mal Schluss zu machen. Und dann. Ja, sollte das gewesen sein. Und zwar habe ich gesehen, das habe ich tatsächlich beim Aufnehmen nicht gesehen, aber als dann, als ich dann den Beifahrer gesehen habe, habe ich erst den Eisblock da gesehen. Und deswegen können wir mal locker mal hier einmal das schmelzen. Ach, hier läuft immer noch der Big Daddy rum. Na, Big Daddy. Hast niemanden, der mit dir kuschelt, wa? Und hier war ich tatsächlich aber bisher auch noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was mich erwarten tut. Aber ich höre schon eine Frau weinen, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe nur Telekinese und Abfackeln. Das ist super. Wow. Komm her! Ich habe meine Zeit nicht gestohlen! Du Wasserlese! Ja, und so macht man das. Und das alles nur für 4 lausige Dollar. Oh, tschüss, Teddybär. So. Des Weiteren habe ich jetzt versucht, mir die Steuerung ein bisschen. Und dann findet man zum Beispiel auch sowas. Ein bisschen Whisky. So. Ach du Scheiße. Uah. Ach du Scheiße. Ah. Was zum Teufel? Billiger kleiner Niemand. Boah. Was geht denn hier ab? Das wird nicht funktionieren. Alter Schwede. Was macht ihr hier mit mir? Oh. Ich sollte vielleicht mal auf jetzt mal eine andere Waffe gehen. Habe ich dafür jetzt neue Sachen? Nee. Aber hierfür, ne? Na, siehst du, dann hau ich euch doch alle weg. So. Also da ist das schöne Dings. Das muss ich mir merken. Was hier ist, weiß der Teufel. Sag mal, kann es sein, dass er die Einstellung hier gar nicht gespeichert hat? Oder, weil es kommt mir immer noch so unfassbar laut vor. Ich stelle die Sprachsteuerung jetzt nochmal ein bisschen Ticken runter. Und die Musik, die Lautstärke nochmal ein bisschen runter. Und auch das nochmal ein bisschen runter. Es ist ja unfassbar laut, finde ich. So, wer liegt hier auf dem Operationstisch? Aber hat O-Schrott, na immerhin. Ah, guck mal, der macht seine. Ist der tot? Okay, ist gut. Aber hat einen Verbandskasten, die sind ja sehr. Oh. Oh, da haben wir noch jemanden. Oh.
haben wir noch jemanden. Okay, das könnte lustig werden. Ich werde nicht sagen, dass ich ein Schisser bin, aber... etwas unheimlich ist das doch. Leiche hat $4. Security Expert. Neues Tonicum Security Expert. Security Expert ist die neueste Ergänzung der HackSmart Produktpalette. Wurde entwickelt für Hacker, die sich auf elektronischer Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Also für Schützen, Bots und Kameras. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von beschützten Bots und Kameras. Das ist doch eine sehr gute Sache. Und Pistolenkugeln können wir auch sehr gut gebrauchen. Hübsch bist du. So, ich hoffe, ich denke mal, wir werden jetzt gleich gegen den kämpfen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Warum der da sein sollte. Ich bin alles. Ein Scheiß bist du. Da brutzelt er weg. Wann lernt ihr das denn endlich mal? Hm? Das ist ja auch Link, weißt du? Versteckt sich hier drin. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. So, mach's doch mal bitte auf jetzt. Ja, ja, hör auf zu flennen. Das Feuer ist... So. Na? Na, du Olle. Ach, da hinten. Na komm, ich krieg auch mal nicht mehr was aufs. Aber die lebt noch, natürlich. Stell mal nachladen. Sonst gibt's Überraschungen. Wo versteckst du dich? Danke für den Besuch. So. Ich habe nicht geübt, aber ich war doch in der ersten Aufnahmesession sehr aufgeregt. Deswegen war das mit der Steuerung auch noch so ein liebender Erinnerung. Wer ist das? Ach, weiß ich nicht. Nee, das ist auch nicht wichtig. So, wir haben eine Eve-Spritze 0451. Ist das wichtig? Pass mal auf, ich schreibe mir das mal eben schnell mal auf. Man weiß ja nie, was alles wichtig sein kann. So, 0451. Hier haben wir nochmal Geld, $3, das ist schön, davon können wir uns einen Lolli kaufen. Eine Spieldose, was ist das? Das ist eine gute Frage. Behälter sind Objekte wie Tische, Schränke oder Frachtkisten, drücke nicht vergeben und einen Behälter zu öffnen, drücke dann noch einmal nicht vergeben und Inhalt zu entnehmen. Also ich denke mal nicht, dass wir jetzt eine Überraschung hier finden. Nein, wir kriegen $1. Und ein Kuchen mit Cremefüllung. Oh, ist das schön. Und wir haben einen kleinen Gesundheitsschub. Aber auch wirklich einen sehr kleinen Gesundheitsschub. Wirklich einen sehr kleinen. Alter, der Big Daddy, ne? Der ist ja ordentlich... Warte. Erstmal... Ne? Wollen wir keine halben Sachen machen hier? Ah, ich denke mal, hierfür war der Code. Das war 0 4 5 1. Ach, siehste. Ach cool, was haben wir hier denn alles? Oh, Schrott. MG-Patronen, cool. Ein Auto-Hacker, was ist das denn?
Wird ein Outrigger am hackbaren Automaten und Geräten eingesetzt, werden diese automatisch erfolgreich gehackt. Alter, das ist geil. Das ist richtig nice. Und ich weiß auch genau, welchen Automaten wir damit hacken. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. So, damit hätten wir das dann auch erreicht. Achso, wir müssen aber trotzdem kaufen, oder was? Ach so, ich dachte, hä? Das ist ja genauso wie kaufen, oder nicht? Verbandkasten 15, wenn ich jetzt einen... Pass auf, ich hole mir mal einen Eve-Spitze. Das ist ja dämlich. Wozu? Was bringt es mir denn, wenn ich einen hacke, wenn ich Objekte trotzdem kaufen muss? Hier gefällt's mir. Nicht zu viele Vorschriften. Alles läuft in großen Bahnen. Ich find's toll, dass die ganzen Splicer immer wieder nachspawnen. Achso, das ist der Big Daddy. Den Big Daddy einzugreifen hat überhaupt gar keinen Sinn gerade. Was will denn da? Warum hast du mich? Ach so, die kriegen Stromschläge, weil ich das ausgesucht habe. Stimmt ja auch. Helfen Sie mir bei der Suche nach diesem Patienten. Huch! Double Kill! Das ist ja auch geil. Habe ich nicht gesehen, dass meine Gesundheit so niedrig war. Das tut mir jetzt leid. Und wo kommen wir raus? Natürlich hier unten in der Medizin, sage ich. Ich wollte jetzt eigentlich hier nicht mehr sein, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber gut, dann nehmen wir das eben noch mit hier was zu, ne? Ja. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. So, Olle, hast du was? Ne, die habe ich ja schon gelootet. Stimmt ja auch. Die Granaten sind auch leer. Und wo ist der... Wo ist der Bombenwerfer? Nicht da. Na gut, so, dann haben wir das dann auch erledigt. Haben wir Twilight Fields auch erfolgreich losgeworden. Und ich will jetzt auch ganz ehrlich, ich will weg hier. Auf mit neue Gefilde. Mir reicht jetzt. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Freie Menschen? Ja. Na, wo steckst du? Klingt, als ob er hier in der Nähe wäre. Ach, da! Aber er lebt noch. Wenn du nicht zu mir kommst. Ah, hörst du mal auf damit, du böser, böser Mann. Und vor allem, die treffen ja einen ja auch so die ganze Zeit. So, wie war das? F war Gesundheit, ne? Jo. Das ist prima. So, einmal nochmal nachladen. Aber wir haben ja auch wieder unsere, pass mal auf. Wenn wir gerade so viele haben, dann können wir hier auch mal nachladen. So. Und dann würde ich sagen, Aufi! Auf jeden Fall. Um das Wasser so rot ist, weiß ich zwar nicht, aber... Gut. Oh, das ist gut. Ein Verbandskasten ist immer sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, los geht's. Nach Neptunes Bounty. Und wir betreten neues Terrain. Und ich kann mal den Zettel, den behalte ich mal, da steht nur der Code drauf für die Tür. Den behalte ich. Rapture Metro Neptunes Bounty. Ich glaube, so weit habe ich gespielt tatsächlich.
Ich glaube, da sonst habe ich der Re- Nee, stimmt noch gar nicht. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Neues Ziel, Gear zu Fontaine Fisheries. Natürlich, vorher werden wir hier ein bisschen Rohschrott aufheben. Wir haben doch, glaube ich, noch gar nicht gesagt bekommen, wofür der Rohschrott ist, ne? Können wir das nachlesen eventuell? Nur mal so. Rohschrott. Die Welt von... Nee. Doch, oder? Rohschrott. Waffen? Nee. Munition, Snacks und Medikamente, Hinweise ist auch eher weniger, nee, was wir mit den O-Shot machen. Ich glaube, damit können wir unsere Waffen upgraden, ne? So, was haben wir bekommen? Eine neue Waffe und was... Nee, doch nicht. Nur neue Munition dafür, ne? Oder? Ich bleib mal bei der Schrot gerade. Das Plasmid. Na, was haben wir denn hier? Zirkus der Werte. Und was ist hier? Ein Genbank. Gen-Upgrades austauschen. Das ist doch mal eine gute Frage, was das ist. Bei einer Genbank können Plasmide ausgetauscht werden. Jedes Plasmid, das du bisher gesammelt hast, kann getauscht werden. Dafür kannst du die Genbank auch dafür nutzen, deine Plasmidsammlung zu begutachten. Es gibt 4 Kategorien von Plasmiden. Aktivplasmide, Körperplasmide, Techplasmide und Kampfplasmide. Um ein Plasmid zu begutachten oder auszutauschen, musst du zuerst die jeweilige Kategorie auswählen. Wähle dann das Plasmid aus, das du austauschen möchtest. Sieh dir anschließend die Liste deiner gesammelten Plasmide in dieser Kategorie an und wähle dasjenige aus, das du für das ausgetauschte Plasmid einsetzen möchtest. Du kannst jederzeit ausgetauschte Plasmide übrigens in jeder Zeit wieder installieren. Okay, das ist eine gute Sache und ich hatte auch schon überlegt... Warte, zurück. Körpertonika, Techniktonika, was haben wir hier? Ah ja, genau. Richtig. Hier haben wir, das sind die Plasmide. So. Haben wir noch den Elektrobolt und ich habe überlegt, wir haben den Elektrobolt eigentlich viel zu früh. Ja gut, wir mussten das eigentlich aber auch. Aber ich packe jetzt auf jeden Fall den Elektrobolt wieder zurück. Vertausche das mit den... Ach Quatsch, stimmt gar nicht. So wollte ich das haben. Dass die Telekinese jetzt erstmal in der Bank sitzt. Und dann... Weil die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das müsste auch so gehen. Richtig. Genau, richtig. So, Technik haben wir auch nur das eine. Aber hier hatten wir noch was, ne? Verringert alle psychischen Schäden. Ja, wir müssen zuerst hier Sachen freischalten. Das geht nicht. Plätze freischalten. Wir haben jetzt die Panzerung und wir haben, wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag und wirkst jeden in der Nähe. Deswegen. Genau. Richtig. Deswegen haben die auch elektrischen Schlag bekommen. Das hatte ich tatsächlich kurze Zeit vergessen. Du hast einen leeren Slot, den du mit einem Plasmid oder Gentonikum befüllen könntest. Was? Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Ist doch alles besetzt. Oder ist hier was? Nee. Und hier ist ja auch nichts. Und die anderen sind besetzt. Ja, ist ja gut. So, hier haben wir eine Wither Chamber und wenn wir hier eine Wither Chamber haben, dann wissen wir, aha. Was haben wir hier? Hier haben wir 9 Dollar. Prima. Ich wollte schon immer mal 9 Dollar haben. Pass mal. Behalten wir das Abfackeln jetzt gerade mal als aktives Plasmid und die Elektroschrotflinte, das sind relativ gute Sachen für den Kampf, wenn man das nicht versaut, so wie ich. Die Kiste. Und
MG-Patronen leer und hier, die können wir nicht untersuchen. Lotz und Söhne. Aber ein weiteres, das können wir nicht. Okay.